Der Ausblick ist geografisch gesehen in beiden Orten recht ähnlich. Sowohl in Micheldorf als auch hier in Mondsee sieht man ins Gebirge. Am Spielfeld jedoch sind die Aussichten für die Gastgeber besser als die der Kremstal-Rapidler. Und so starten auch die in Rot spielenden Hausherren mit den ersten Angriffen. Der Pass in die Tiefe auf Leitner, der quer zu Vödinger, letzterer kommt aber nicht an die Kugel. Micheldorf mit dem Problem, Angriffe auch wirklich fertig zu spielen. Daniel Seer findet keinen Abnehmer für seinen finalen Pass. Dann Minute 19, Ecke Mondsee durch Ellmauer. Der Kopfball von Holzinger geht aber drüber. Die großen Chancen fehlen und die kleinen sehen so aus. Trojan Maloku knallt den Ball ins Oberstübchen. Jetzt ein Micheldorfer Eckball und Klaus Regler versucht es per Kopf. Und so plätschert die Partie dahin. Minute 39, Holzinger trägt den Schuss aber auch zu hoch an. Der wenig überraschende Halbzeitstand 0:0 in Mondsee. Zweiter Durchgang, wir beginnen in Minute 48. Max Grössinger, der Winkel aber schon spitz. Und 10 Minuten später steckt den rund 300 Zuschauern schon der Torschrei in der Kehle. Aber der flache Schuss kullert am langen Eck vorbei. Vielleicht hätte es ja auch ein Pass werden sollen. Jetzt der nächste Eckstoß. Die Gäste schaffen es nicht, einen Konter einzuleiten. Und schon rollen die Roten wieder Richtung Micheldorfer Tor. Holzinger mit der Schussabgabe, aber auch nicht wirklich erfolgreich. Droht ein torloses Remis? Fragezeichen. Bei einem Freistoß von Bilic ist Micheldorf knapp an der Führung dran. Der eingewechselte Thomas Helmberger trifft mit seinem Kopfball die Querlatte. Mondsee macht es letztlich besser. Holzinger schickt Grössinger, der auf der rechten Flanke unterwegs, legt dann quer und da steht Lukas Leitner und erlöst seine Mannschaft mit dem Treffer zum 1:0 in der 76. Minute. Damit das 22. Saisontor und die alleinige Führung in der LT1 Oberösterreich-Liga Torschützenliste. Die letzte Chance im Spiel bekommt dann noch Fabio Vödinger. Aber mehr als der eine Treffer sollte an diesem Abend nicht fallen. Union Mondsee bezwingt Grün-Weiß Micheldorf knapp mit 1:0. Die erste Halbzeit war eine schwere Partie für uns. Wir haben ganz schwer eingefunden. Micheldorf hat das speziell in der Defensive sehr gut gemacht, war sehr gut organisiert. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, glaube ich, wo wir uns dann auch nochmal deutlich gesteigert haben, wo wir die Anteile deutlich erhöht haben und dann auch Chancen geredet haben, glaube ich, war dann der Sieg schon auch wieder verdient. Also wir waren im Winterschau darauf hergestellt, dass wir bis zum letzten Spieltag einen Abstiegskampf zum Führen haben. Ist sich aber trotzdem positiv Entwicklung und ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir den Klassenarbeit schaffen können. Zum einen, weil die Formkurve oder Leistungskurve und die Kompaktheit schon in die richtige Richtung geht. Wichtig ist natürlich, dass wir in den letzten 6 Spielen das Punkte-Maximum erzielen können.